die mich verarschen? Den jetzt doch irgendwie erwischt? Na gut. Eigentlich müsste der ja am schnellsten runterfallen. Oder eigentlich Green Lantern, weil er fliegen kann. Der kann sich ja noch schneller bewegen, aber der hat doch das meiste Gepäck bei sich. Cyborg ist aber auch relativ schwer. Müsste ja. Richtig. Wie kriege ich denn sein letztes Herzchen? Ah, das ist doch blöd. Was? Dieser rote Knopf, der irritiert mich. Was macht der denn hier? Ich check's nicht. Im Cyborg kann ich den ja auch nicht einfach die ganze Zeit weglasern, oder? Die müssen den Knopf hier drücken, oder? Nee. Bam! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Wie auch immer ich das gemacht habe. Ja. Oh, da ist auch Flash. Wagenheber, grüne. Und er baut es wieder zusammen. Level abgeschlossen. Sturm auf dem Turm. Sturm auf den Turm. Ja, dann mache ich mal die vermutlich letzte Mission. Ich werde nämlich nur die Story machen. Die Hauptstory. Es gibt noch Nebenquests, Nebenmissionen, aber da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Dann doch lieber Devil May Cry. Aber die Story von diesem Spiel möchte ich auf jeden Fall schon mitkriegen. Nebenmissionen bin ich nicht so der Fan von, auch allgemein in anderen Spielen so.
Da kriecht er auf dem Boden rum. Da kriecht er. Heute Abend in unserem Sonderbeitrag. Chaos auf den Straßen von Gotham. Green Lantern, The Flash und Cyborg stürzen im Kampf gegen den Joker auf einem riesigen Roboter von der Spitze des Wayne Tower. Superman und Wonder Woman bemühen sich verzweifelt, das einstürzende Gebäude aufrechtzuhalten. Batman und Robin hoch über der Stadt in einer Schlacht gegen Bösewichter. Lex Luthor, die Präsidentschaftskandidatur untersagt. Aber zunächst das Wetter. Niederschlag. Der Roboter hat aber auch Ausdauer. Hier. Die Justice League schlägt zu. Lass mal Roboter zerfetzen. Oh mein Gott, wie geil ist der denn? The Flash! Meine Lieblingsfigur, wenn er denn mehr drauf hätte als schnell zuschlagen und schnell rennen. Aber an sich schon eine geile Figur. Was sind das für schwarze Steinchen? Die kann ich schon mal nicht zerstören. Hier brauchen wir Elektro-Dingens. Brauchen wir Cyborg. Nee, Moment. Ah, breche es wieder ab. Ich will wissen, wie schnell The Flash jetzt ist. Oh, wie geil ist das denn, ey? Entschuldigen Sie, Sir. Was kann Wonder Woman? Ich hab's nicht gelesen. Was macht die Boomerang-Krone? Naja. Ich muss weiter. Hey. Mach sie wieder auf. Ah, mit dem Lasso der Wahrheit. Sehr schöner Einsatz des Lassos der Wahrheit. Wie komme ich denn da hoch? Okay. Aber wie komme ich da hoch? Die ist auch stark genug. Ja, Wonder Woman halt, ne? Oh, shit. Läuft er da raus? Ihr verreckt doch. Ja, Flash ist zweimal gestorben da dann. Wahrscheinlich jetzt noch ein drittes Mal. Sieht mir sehr nach einer Kugel aus. Nach so einem Felsen-Ding, Kugel-Gedöns. Bam! Bam! Es ist eine... Doch keine Kugel, es ist... Ha! Es ist so ein Klosauger-Dingens. Ein Pömpel. Cyborg! Ja, die Tricks werden aber auch ein bisschen recycelt. Muss man schon sagen. Also fähigkeitenmäßig.
Entschuldigen Sie. Dum dum dum. Magneto Boy. Ah. Oh, lol. Dadurch sind drei Robin-Dinger aufgegangen. Nice one. Nehme ich mal Flash, damit es ein bisschen schneller geht. Whee! Hä? Oh, ich dachte, das wären irgendwie... Na gut. Ah, da ist so ein Akrobatik-Ding dran. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte meinen Stab der Wahrheit da drauf schwingen. Uno? Ach, da kann der Greenie wieder was bauen. Ist das ein Hammer? Nee. Doch, ist ein Hammer. Ein kleiner Hammer. Immer musst du mir den Spaß verderben. Oh, der finale Kampf gegen Joker. Piu, 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 piu. LOL. Zack. Noch zweimal. Übrigens möchte ich gleich, glaube ich, wenn ich das Spiel hier durch habe, möchte ich, glaube ich, Dingens mir anschauen. Django Unchained. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ja. Aber wenn ich das Spiel durch habe, wenn nicht, dann mache ich weiter. Ah, noch gegen Lex Luthor. Aber macht Spaß, immer wieder mal so ein Lego-Spiel zu spielen. Jetzt, ich könnte jetzt keine 3-4 Stück hintereinander spielen, aber... So, ab und zu mal ein Lego-Spiel ist ganz geil. Ballern die mir jetzt einen Roboter runter? Oder einen Laser? Was ist das denn? Was ist das? Ist das eine Schwachstelle oder was? Ah, mit dem Super Lexbot kann man diese schwarzen Platten kaputt machen. Oh, irgendein, der lasern kann. Ich mach das Ding kaputt. Uiuiui. Ich muss mich ja einfach nur dahinter stellen.
Der trifft mich ja nicht mal richtig. So. Jetzt brauche ich hier Akrobatico. Ihn dahin locken. Der wird gebrutzelt, ey. Der kommt da aus der Ecke nicht mehr raus. Der wird gebrutzelt ohne Gnade. Springt er jedes Mal da raus? Schon hat er nur noch ein Herzchen. Spring wieder rein. Schon ist der Super Lexbot down. Oder nicht? Oder nicht? Doch, ja. Ja, fetter Scheiß. Flash, renn! Ich verarschen. Auch Batman. 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 Ihm gebührt das Finale. Joker und Lex Luthor sind gepackt. Die beiden Bösewichter. Level abgeschlossen. Vereinigung der Helden. Geschichte beendet. Ja, so haben wir also schlussendlich das Ziel erreicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haben wir hier noch unsere 1 Million? Nicht ganz. Na gut. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Geschichte ist hiermit beendet. Jetzt kommen hier wahrscheinlich noch die Credits. Kommen noch Credits? Dann erzähle ich ein bisschen weiter in den Credits. Mal schauen. Gute Arbeit, Batman. Ich muss zugeben, ohne ein wenig Hilfe von meinen Freunden hätte ich es nicht geschafft. Ein wenig? Nun, als der Mann des Jahres wurde, sagte Bruce Wayne, jeder braucht ab und zu ein wenig Hilfe. Tja, er ist ein weiser Mann. Also, Batman, brauchst du etwas Hilfe beim Wiederaufbau der Bathöhle? Nein, Robin und ich. Ja, wir können etwas Hilfe gebrauchen. Sprich mir nach. Okay, wir könnten wahrscheinlich Hilfe gebrauchen. Du bittest mich? Du willst, dass ich beim Wiederaufbau der Bathöhle helfe? Nein, ich habe Green Lantern gemeint. Ich glaube, die Farbe steht dir nicht. Oh. Ja, das war also Lego Batman 2 DC Super Heroes von Traveler's Tales und
Ja, hat mir Spaß gemacht. Trotzdem werde ich nur die Story spielen. Also ich werde jetzt nicht in dieses freie Spiel spielen, in diese Open World, kann man das ja schon nennen, und dann die Nebenmissionen und so ein Krams machen, werde ich nicht machen. Dafür werde ich jetzt gleich Django Unchained gucken. Hoffen mal, der enttäuscht mich nicht. Und oder ich fange schon mal Devil May Cry an. Das wäre auch nicht schlecht. Also, Bock hätte ich schon auf Devil May Cry, aber ja, ich glaube, ich mache zuerst Devil May Cry und dann zum, kurz vorm, ja, dann gehe ich Django Unchained gucken. Ich glaube, ich habe noch Zeit. Muss ich noch ein paar Leute anrufen. Mal schauen. Ach, von der Uhrzeit kommt das ja gar nicht hin. Dann muss ich ja Devil May Cry machen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir, dieses Spiel. Gibt es auch gerade billig auf Steam schon. Also kann man sich wohl holen. Für 10, 15 Euro so. Den Vollpreis hätte ich jetzt nicht dafür bezahlt. Für Lego-Spiele, ich weiß nicht, Herr der Ringe, sehr geil. Aber auch nur, weil ich ein Herr der Ringe-Fan bin. Also für einen Batman-Fan oder ein Lego-Spiel-Fan ist das vielleicht cool, gerechtfertigt und so. Aber sonst, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch nicht die richtige Zielgruppe. Ich bin schon ein bisschen älter und ist vielleicht auch nicht so mein Spielstil. Ich sammle auch nicht so viel. Und spiel auch. Also, ich glaube, der Spielumfang ist auch groß, wenn man die Nebenmission macht. Das ist ja Open World und so. Was mir eher ja so vorkommt wie so ein Pseudo-Open World, aber ja, da gibt es noch schon viel zu entdecken, also noch. Und ja, trotzdem möchte ich jetzt nicht so viel Zeit in dieses Spiel noch weiter investieren, denn es gibt noch tausend andere Spiele, die ich mal gespielt haben will. Dazu gehört halt auch Devil May Cry. Aber Dead Space 3 ist auch da. Habe ich hier liegen. Aber auch Dingens, was ist auch hier noch letztens? Devil May Cry, Dead Space 2 habe ich auch hier noch liegen. Dead Space 1 habe ich ja schon aufgenommen. Könnt ihr reinschauen, wenn ihr wollt. Übrigens. Mit Webcam. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich aussehe, schaut da vorbei. Ist schon ein bisschen älter. Deswegen. Ich sehe mittlerweile jetzt noch besser aus, aber da bei Dead Space 1 könnt ihr mich sehen. Dead Space 2 möchte ich eigentlich noch vorher spielen, aber ich glaube, ich mache zuerst Dead Space 3. Das ist so eine Sache. 4.2 habe ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Aber auf meinem Kanal habe ich 4.1 und 4.3. Also, das ist der Grusel-Shooter da. Da habe ich den zweiten Teil gar nicht gespielt. Ich habe auch zuerst den dritten gespielt. Ja, was heißt hier auch? Aber ich habe den dritten zuerst gespielt, dann den ersten. Den habe ich halt nachgeholt. Den habe ich in der Kindheit abgebrochen und so ein Zeugs. War ich noch sehr jung damals. Und den zweiten habe ich gar nicht auf dem Kanal. Also, den sollte ich vielleicht mal nachholen. Dann habe ich auch die ganze Trilogie drauf auf meinem Kanal. Die Dead Space Trilogie wollte ich dann auch eigentlich machen. Und auch Bioshock, bevor Bioshock Infinite kommt. Aber das hat ja storymäßig nichts miteinander zu tun, glaube ich, der dritte. Also Infinite, der heißt ja auch nicht der dritte Teil. Also den könnte ich, glaube ich, auch so spielen. Ja. Und dann muss ich mal schauen, was hier noch so rumliegt. Ich habe noch ein paar Projekte, die ich angefangen habe, aber nicht beendet habe. Noch nicht. Mickey Epic. Oder Epic Mickey. Je nachdem. Secret of Mana. Rayman Origins. Ja, Mann.
Da werde ich, glaube ich, noch ein paar Leute noch fragen, ob die das mit mir zocken. New Super Mario Bros. Wii möchte ich auch mal durchbekommen. Habe ich noch nicht gemacht. Aber New Super Mario Bros. U habe ich durch. Habe ich auf meinem Kanal als Together-Projekt. Zu zweit also. Mit Gastkommentaren drin und so. Also, wenn ihr den Wii U-Teil sehen wollt, der ist auf meinem Kanal. Habe ich in zwei Playlists. Einmal den so einen Singleplayer-Durchgang und einmal ein Together-Projekt. Um es mal im Let's Play-Jargon auszudrücken. Entschuldigen Sie, Sir. Ja. Und sonst, puh. Ah. Interessant. Green Lantern, ich will mal wissen, was der hier macht. Hä? Und das bringt was? Der baut sich ja automatisch auseinander. Komisch. Egal. Das war's von mir. Hoffe, es hat euch gefallen. Lego Batman 2 hier. Den habe ich auch als Together-Projekt angefangen übrigens. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Habe ich mit Bug gespielt. Also die ersten Parts sind noch mit Bug. Lego Harry Potter habe ich auch mit Bug angefangen. Also in den Anfangsparts sind wir immer im Doppelpack zu sehen. Danach, er ist ja auch nur so ein Wochenende zu Besuch, der kommt ja auch ein bisschen weiter weg. Der kommt ja auch mit einem Hubschrauber angeflogen, YouTube Money und so. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.